Hallo Leute und herzlich willkommen zu Game Dev Tycoon. Ja, wir spielen heute Game Dev Tycoon. Wer das Spiel nicht kennt, ach egal. Da geht es darum, eine Firma zu gründen und Spiele zu erstellen, ja. Spiele zu entwickeln. Und ich erkläre euch das Ganze später. Wir machen jetzt einfach mal Mindking Games. Er ist ja natürlich ein Mindking. Und dann kann man hier jetzt eben noch auswählen, wir sind männlich, ja. Nehmen wir das und Pullover. Nehmen wir das Grüne, das sieht irgendwie fresh aus. Und okay. Ja. Genau, jetzt können wir hier ein neues Spiel entwickeln. Ach, jetzt habe ich das Tutorial, das brauche ich eigentlich nicht. Spiel, und zwar können wir jetzt. Wir gucken erstmal. Wir haben jetzt hier immer verschiedene Themen, wir können da auch noch ganz viele freischalten, wie ihr seht. Wir machen jetzt einfach mal Militär und dann irgendein, zum Beispiel jetzt hier im Action. Und wir nehmen jetzt den G64, denn das ist eigentlich, ne, warte mal, wir nehmen den PC, genau. und das Spiel können wir einfach mal nehmen, Battle, ja, wenn das auch so komplett low, 2D Grafik machen wir. Wir haben zwar auch nur 70.000 CD hier oben, aber egal, bisschen investieren. Okay, jetzt seht ihr hier oben. Ach man. Genau, es durchläuft drei Phasen, aber das zeige ich euch gleich. Wir können jetzt hier die Ancient und das Gameplay und die Story und Quest hoch und runter machen. Wir brauchen, glaube ich, nicht so eine hohe Story und Quest. Gameplay ist sehr, sehr wichtig bei einem Shooter halt. Und die Ancient, ja, ist mäßig, ne? Genau, und ihr seht jetzt oben, wir bekommen immer Technologiepunkte, Forschungspunkte, Designpunkte und Bugs. Und die Bugs, die, ach man, am Schluss entfernt man die dann wieder, bevor man das Spiel veröffentlicht. Und ja, desto mehr Forschungspunkte man hat, desto mehr zum Beispiel eben Kapitel kann man freischalten oder 3D-Grafik oder so. Bei Technologie und Design, das, ich weiß gar nicht genau, was das eigentlich bringt. Doch für Kurse und so braucht man ein gewisses Level immer, um bessere Sachen zu machen. Aber egal. Level Design finde ich schon sehr wichtig. Künstliche Intelligenz auch, aber Dialog ist so überhaupt nicht wichtig. Genau. Das wäre jetzt die zweite Phase gewesen. Genau, wir machen da immer, ploppen da so Sachen auf und ja. Genau, das Tutorial wird danach, glaube ich, weg sein. Genau, wir können jetzt hier eben die Grundtöne und die Grafik nochmal auswählen. Grafik soll schon sehr hoch sein, Spielwelt ist eigentlich auch und Sound auch. Wir machen einfach alles voll. Beim Hintersten ist das immer ein ganz gute Ding. Hier oben sehen wir auch die Jahre, Monate und Wochen, die vergangen sind. Wie viele Fans das wir haben und halt das Geld. Aktuell haben wir 0 Fans, noch 42.000. Und ja, genau, ihr könnt das hier schon fertigstellen, aber wir warten noch kurz, bis die Bugs weg sind. Weil sonst ist das Spiel verbuggt, lol. Jetzt würde ich sagen, fertigstellen. Genau, jetzt sehen wir hier, das Ganze geht hoch. Und mach mal, genau, dann bekommen wir hier immer Punkte und alles, ja. Wir können das Spiel jetzt theoretisch verwerfen, aber wir veröffentlichen es natürlich. Alter, jetzt bekommen wir die ganze Achievements, Alter, das juckt mich doch nicht. So, genau, bald kommt jetzt hier dann so Sterne runtergeflogen. Oder auch nicht. Kritiken. Oh shit. Alter, das. Okay, ihr seht, das erste Spiel ist eher mäßig gut, aber das ist halt am Anfang einfach so. Das wird dann immer besser. Jetzt können wir hier die Spielhistorie, da sehen wir jetzt zum Beispiel eben das hier. Wir haben aktuell noch nicht mehr und dann später können wir dann auch Fortsetzungen machen. Wir können jetzt einen Spielbericht erstellen. Und zwar bringt uns das Erfahrung und ich weiß gar nicht genau, was es sonst noch bringt. Genau, wir haben jetzt den Spielbericht gemacht. Ah ja, stimmt, genau, dann sieht man, was ist zum Beispiel eine gute, ist eine großartige Kombination. Und Spielweltdesign scheint nicht sehr wichtig zu sein. Okay, genau, das geht jetzt wieder hoch. Zum Glück. Wir können jetzt mal Forschung. Ach man, dieses scheiß Tutorial nervt. Kann ich das nicht ausschalten? Warte mal. Nee. Schade. Okay, ich konnte die Tutorials jetzt trotzdem beseitigen. Wir können danach eine eigene Spielengine machen. Für das brauchen wir aber ein bisschen mehr Forschungspunkte. Ich würde sagen, wir gucken erstmal für neue Themen.
Dungeon. Ich glaube, wir nehmen Dungeon. Dort ist ja auch Action, beziehungsweise Abenteuer auch relativ geil. Genau, das muss ich hier auch erforschen. So, wir haben jetzt das neue Thema und deswegen machen wir auch gleich ein neues Spiel. Und zwar nennen wir das einfach Dungeon. Ich glaube, das schreibt man so, oder? Ja, okay. Ich bin gerade ziemlich unsicher. Wir nehmen, glaube ich, nur Abenteuer. Später kann man auch Multikombi nehmen, also dass man mehrere hat. Wir nehmen wieder den PC. Und machen wieder 2D-Grafik. Das ist ein bisschen besser, finde ich. Okay, dann hier ist sicher die Story und Quest relativ wichtig. Das Gameplay eher weniger und die Ancient auch relativ wichtig. Okay, dann Dialoge. Künstliche Intelligenz ist nicht so wichtig. Level-Design garantiert und Dialoge auch relativ wichtig, würde ich sagen. Ich würde sagen, das lassen wir aber auch einfach wieder ganz oben. Deswegen, okay. So, stellen wir unser Spiel mal fertig. Gucken wir jetzt mal. Spiel veröffentlichen. So, und gleich sollten wir dann auch wieder die Bewertung bekommen. Genau. Bitte, es ist ein bisschen besser. Okay, 5. 3. Oh Gott, 4. 4. Okay, das wäre noch eigentlich schlechter als das andere. Naja, dann machen wir einen Spielbericht. Das gibt uns nämlich auch Erfahrung. Im Allgemeinen, nicht nur in Real Life. Nicht nur im Spiel, sondern eben auch in Real Life. Okay, Dungeon und Abenteuer ist eine okay Kombi. Künstliche Intelligenz ist nicht wichtig. Und Plattformübereinstimmung, das ist sehr gut. Ja, ich würde dann gerne ein eigenes Spiel angeln. Ich glaube, wir sparen erstmal noch. Mal Krankenhaus, aber was könnte man denn da nehmen? Simulation, einfach Kranken-Medic Simulator. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht bankrott gehen. Genau, bei der Simulation ist auf jeden Fall das Gameplay relativ wichtig. Die Ancient, die Story und Quests auch relativ. Genau, und da gibt es dann auch immer so Events, dass zum Beispiel Nintendo den Game Boy macht und so. Weil wir sind halt jetzt gerade an den Anfängen und später kommt dann die PS5 dazu. Und wir können dann auch noch eigene Konsolen machen. Also es wird ganz spannend. Die künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich relativ wichtig. Ja, wobei... Dialoge auf jeden Fall nicht mehr so krass. Okay, wir haben vorher schon, also auch wegen einem Punkt können wir noch nicht das neue Ding erforschen. Glaube ich ja nicht. Oh, da hatten wir jetzt einen Levelaufstieg. Okay, nein, Spiel veröffentlichen. Ja, wir haben ein bisschen wenig Geld. Boah, 7. 7? Boah, das ist voll gut. 6, okay, das ist, okay. Ja, aber das ist gut, weil jetzt geht dann auch wieder das Geld ein bisschen hoch, weil wir haben hier nur noch 20.000. Das ist ein bisschen wenig. Wir haben einfach in den ersten Monat genau gleich viel verkauft wie ich von Dungeon insgesamt. Let's go. Ja, okay, hier kommt jetzt die Tests, nicht die NES. Logischerweise. Weil sonst Copyright und so. So, dann machen wir jetzt hier mal einen Medic Sim. Auch nochmal den Dings. Ich sag mal. Ach ja, ist doch egal. Den Spielbericht, genau. Die Forschung haben jetzt auf jeden Fall dann genug. Ist ein eine großartige Kombi. Großartige Plattformübereinstimmungen und die Ancient scheint sehr wichtig zu sein. Okay, wir machen jetzt mal eine eigene Spiel-Ancient, erforschen das mal. Ich kann euch das dann gleich auch noch zeigen. Achso, klar, das ist jetzt vielen Dank, dass wir unser Spiel ja blablabla. So, wir haben jetzt die eigene Spiel-Ancient. Ich kann euch jetzt das zeigen. Wir können jetzt die 2D-Grafik. Die Erzählung, gespeicherte Spielstand und so, das können wir dann später auch noch alles mehr erforschen. Das ist eigentlich schon jetzt, glaube ich. Nee, noch nicht. Okay, naja, wie dem auch sei. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich unsere erste Game Engine machen. Deswegen schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich weiß nicht genau, wann ich das Spiel wieder spiele, weil eigentlich will ich hier noch so ein bisschen Formel 1 spielen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Is it what do you see as the twisted tiles beneath our feet?